So, herzlich willkommen zu Astronomie am Freitag, nur hier bei uns auf dem Kanal des Physikalischen Vereins. Schön, dass Sie dabei sind, trotz des schönen Wetters. Herzlich willkommen. Heute geht es um Tycho Brahe, ein Gigant der Astronomie. Und ohne Tycho Brahe wäre vieles anders gelaufen. Also, wir sind schon sehr gespannt. Der Vortrag findet bei uns im Hörsaal statt und wir werden gleich dorthin umschalten. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können mitmachen. Sie können direkt mitchatten. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat und die eine oder andere werde ich versuchen gleich zu beantworten. Und es gibt ja auch noch den einen oder die andere Expertin bei uns im Chat, die bestimmt auch Fragen beantworten können. Wenn am Schluss noch Fragen offen bleiben, schreiben Sie sie gerne als Kommentare unter das Video. Und wir werden in den nächsten Tagen drüber schauen, unser Referent wird drüber schauen und gegebenenfalls Fragen auch beantworten. Sie müssen sich nur mit ihrem Google-Account bei YouTube anmelden und schon kann es losgehen. So, soweit die Hausmitteilungen. Bevor es losgehen kann, der Hörsaal ist auch schon gut gefüllt. Ich wünsche allen, die schon eingeschaltet haben, viel Vergnügen bei dem Vortrag. Wir schalten nun hinüber in den Hörsaal. Viel Spaß. Was wollen wir jetzt? So, ja, dann schönen guten Abend von meiner Seite. Ich darf Sie zur Astronomie am Freitag auch im Namen des Physikalischen Vereins recht herzlich begrüßen. Und ja, wir haben heute ein historisches Thema, ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben noch ein kleines technisches Problem, habe ich den Eindruck. Geht es jetzt besser? Gerade noch, ja, okay. Nichts machen. Okay, gut, dann muss ich versuchen, etwas lauter zu sprechen. Kann man mich so in dieser Tonlage auch hinten verstehen? Zu leise? Okay. Ja, dann müssen wir uns, vielleicht können die ganz hinten sich ein bisschen weiter mit nach vorne begeben, dann wird es etwas leichter für mich. Oder geht es so? Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn die ganz hinten sitzen und sich besser nach vorne begeben würden. Gut, dann versuchen wir es jetzt trotzdem nochmal auf diese Weise. Tycho Brahe, Astronom zwischen Mittelalter und Neuzeit. Sie sehen also, es ist ein Thema, was nicht gerade sehr aktuell wirkt, sondern es ist. Das nennen? Geht es hiermit? Ja. Wunderbar. Die Tücken der Technik. Tycho Brahe hatte das Problem noch nicht. Tycho Brahe hatte das Problem in der Form jedenfalls doch nicht. Ja, wieso Tycho Brahe? Ich will hier mal Johannes Kepler zitieren. Kepler dürfte allgemein bekannt sein, wer das ist. Und er sagt über Tycho Brahe: Tycho ist überreich, allein er weiß von seinem Reichtum keinen rechten Gebrauch zu machen, wie die meisten Reichen. Man muss sich daher Mühe geben, ihm seine Reichtümer zu entwinden. Es ist also offensichtlich ein nicht ganz einfaches Thema, denn hier in dem Kepler-Zitat schwingt einerseits eine maximale Kritik und andererseits eine maximale Wertschätzung mit, also eine widersprüchliche Geschichte. Und ich denke, wir werden uns angucken müssen, woran das liegt. Also Tycho Brahe war ein Astronom zu Beginn der Neuzeit. Er ist aber, soweit ich das überblicken kann, einer breiten Öffentlichkeit heute eher unbekannt.
Das heißt, er ist bekannt unter Astronomen, aber ich habe mal eine Umfrage gemacht in meinem Bekanntenkreis, wo die Leute weniger astronomisch vorgebildet sind. Das hat ihn eigentlich praktisch keiner gekannt. Und für mich als Nicht-Astronomen, muss ich zugeben, habe ich ihn vor 2 Jahren auch noch nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Das heißt aber, im Gegensatz dazu gibt es den Kopernikus, der dürfte eigentlich allgemein bekannt sein, schon von der Schule her den meisten. Und wie gesagt, den Herrn Kepler, den wir eben schon zitiert hatten, der ist eigentlich auch allgemein bekannt. Und ja, Tycho Brahe, den müssen wir uns also genauer angucken. Es ist eine vielschichtige Ausgangslage und verständlich wird das Ganze nur, wenn man so ein bisschen den wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und erkenntnistheoretischen Hintergrund der damaligen Astronomie sich vor Augen führt. Und das sind immerhin einige 100 Jahre vor unserer Zeit, in die wir da zurückgehen müssen. Wenn wir uns der Astronomie widmen, dann gibt es eigentlich im Wesentlichen immer einen Punkt. Der Astronom arbeitet im Wesentlichen nachts und guckt in den Sternenhimmel, wenn man mal von Radioastronomie und Sonnenforschung und ähnlichen Geschichten absieht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was sieht man eigentlich in so einem Bild? Das ist natürlich jetzt eine hochauflösende Fotografie. Die sieht nicht so ohne weiteres jeder, wenn er an den Nachthimmel guckt. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken und wird trotzdem nicht die Auflösungsdetails sehen, die in so einer Fotografie drinstecken. Aber generell ist die Frage, was sieht man eigentlich hier? Und da wird meine erste Antwort vielleicht jeden im Saal hier nicht so ganz überzeugen oder vielleicht etwas überraschen. Man sieht nämlich eigentlich gar nichts, außer unterschiedlichen Lichtpunkten. Das ist insofern klar, weil das biologisch ein bisschen näher, ja, okay. Wenn man nämlich hier sich das anguckt und den Sehprozess als biologisch-physiologischen Vorgang betrachtet, dann wird halt durch das Auge im Prinzip das Bild, was man sieht, auf der Netzhaut abgebildet und dann ans Gehirn weitergegeben. Das heißt aber nun im Umkehrschluss, dass das, was wir jetzt sozusagen an Bedeutungen in so einem Bild sehen, eigentlich nur davon abhängt, was wir über unser Vorwissen, über unsere religiösen, kulturellen, alltäglichen, wissenschaftlichen und was auch immer Vorstellungen in den Himmel hinein projizieren. Es ist also immer von einer Deutung überformt. Und diese Deutung ist ja das, was im Prinzip uns interessiert, wenn wir in den Himmel hineingucken, weil wir nämlich ja im Prinzip dem irgendwelche Bedeutungen zumessen. Ja, wie geht jetzt dieser Vorgang, dass nämlich wir Bedeutungen in diesen Himmel hinein projizieren? Und da will ich einfach mal ein kleines Gedankenexperiment machen, was in dieser Form, glaube ich, noch nicht stattgefunden hat. Jedenfalls kenne ich es nicht. Wir gucken uns nämlich jetzt mal aus der Sicht eines von Physik und Wissenschaft und Vorwissen und so völlig unbeleckten, sagen wir mal prähistorischen Menschen oder antiken Menschen, der von Physik noch keine Ahnung hat, an, was macht der sozusagen mit seinen visuellen Eindrücken vom Himmel. Er wird nämlich irgendwelche Deutungen hineinlegen, die aus seinem Alltag oder aus seinem Wissen aus der damaligen Zeit heraus zustande gekommen sind. Wir lenken unseren Blick mal oben in die Mitte. Da gibt es so Dunkelwolken. Wir wissen ja heute, das sind so kosmische Staubansammlungen, die die dahinterliegenden Sterne der Milchstraße verdecken. Aber das wussten ja die damaligen Leute noch nicht. Und wenn man sich nämlich jetzt konzentriert auf diese obere Mitte, da links die Dunkelwolke neben dem kleinen rötlichen Fleck, dann könnte man nämlich sich einbilden, dass man da einen Kopf sieht. Die beiden oberen Pfeile deuten sozusagen auf die Augen oder Augenhöhlen, die beiden untere Pfeile auf Nase und Mund. Wenn man sich jetzt nochmal das anguckt, kann man es vielleicht wieder erkennen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat und es akzeptiert, dass das vielleicht ein solches ist, dann kann man sich genauso gut vorstellen, dass jetzt auf einer nächsten Ebene diese untere Dunkelwolke, die ich eben grün umrahmt habe, zum Beispiel einen Körper darstellt. Und wenn man das weiterspinnt, sieht man dann hier die Beine, die dazugehören. Und in einem nächsten Step kann man sich noch Arme mit und sogar an der einen Seite mit Fingern vorstellen, wo die Pfeile drauf deuten.
Und so in dieser Art, denke ich, muss man sich den Bedeutungsprozess vorstellen, wie die Bedeutung in die Himmelsbilder hineingekommen ist. Jetzt ist das natürlich rein fiktiv, hier Helmut Oberles Fantasie, die hier reingesteckt worden ist, und die Realität, was in der Historie in diesen Himmelsbildern gesehen worden ist, sieht natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Was waren also die historischen Sachen, die man hier in den Himmel hinein interpretiert hat in der Vergangenheit? Da haben wir hier zum Beispiel ein Sternbild, was heute unter dem Namen Fuhrmann bekannt ist. Das ist schon in Babylonien als solches bezeichnet worden, natürlich auf Babylonisch, nicht auf Deutsch. Bei den Römern hieß das Sternbild Auriga, der Wagenlenker, und es war benannt nach einem griechischen König, der den vierspännigen Wagen erfunden hat. Bei den Griechen war das Bild auch bekannt, als ein Hirte, der eine Ziege auf der Schulter trägt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sind die Griechen darauf gekommen, dass da eine Ziege auf der Schulter ist? Das lässt sich so aus diesem Bild erstmal noch nicht erschließen, aber im nächsten Step kann man es sich vorstellen. Der Hauptstern, nämlich der hellste hier in diesem System, ist Capella. Und Capella ist die lateinische Bezeichnung für kleine Ziege bzw. Zicklein. Und da kommt man dann der Sache schon näher. Wo kommt das her? Das kommt aus der griechischen Mythologie. Und in der griechischen Mythologie ist der Gottvater Zeus aufgewachsen auf Kreta und ist gesäugt und genährt worden von einer Ziege. Und jetzt haben wir hier die Ziege auf der Schulter des Fuhrmanns bzw. des Hirten in der griechischen Mythologie. Und man sieht also im Prinzip ganz stark aufgeladen ist dieses Thema durch die griechische Mythologie. Ganz ähnlich sieht es aus mit den Plejaden oben rechts. Das sind in der griechischen Mythologie sieben Nymphen, die Töchter des Titanen Atlas. Und die haben sich an der Erziehung von Dionysos und Zeus betätigt. Hier unten ist wiederum in mehrfacher Hinsicht interessant. Also zum einen bildet dieses V da den Kopf des Sternbilds Stier. Die hellen V-förmigen Sterne darin sind die sogenannten Hyaden. Die Hyaden sind auch wieder Nymphen aus der griechischen Mythologie. Und der helle Stern links unten ist der Aldebaran, das heißt wohl im Arabischen der Nachfolger. Und das ist so zu verstehen, dass der Aldebaran den Plejaden am Himmel nachfolgt. Also auch hier wieder eine Überlieferung aus der Historie in der griechischen Mythologie. Und das Besondere an der Stelle ist, die Dinger heißen heute noch so. Obwohl wir heute natürlich wissen, dass Capella kein kleines Zicklein ist, sondern ein Vier-Sterne-System aus zwei Doppelsternsysteme, die einander umkreisen. Aldebaran dagegen ist ein roter Riese, also ein Stern, der seine besten Zeit schon längst hinter sich hat. Und das ist natürlich alles wesentlich weniger romantisch als die Vorstellungen, die die alten Griechen bzw. die Vorzeitler da reingelegt haben. Hier haben wir jetzt noch einen Planeten gerade vorbeiziehen. Das ist der Mars. Der Mars ist auch in der Mythologie bei vielen Völkern wegen seiner blutroten Farbe mit dem Gott des Krieges gleichgesetzt worden. Und Mars war ja nun der römische Gott des Krieges. Die Plejaden und die Hyaden bilden auch noch das sogenannte goldene Tor der Ekliptik. Die Ekliptik habe ich hier mal bitte nicht allzu ernst nehmen, mal so grob rein kopiert. Ich hoffe, es stimmt halbwegs von der Lage her. Und die Ekliptik ist eben das, wo die Planeten, beziehungsweise aus irdischer Sicht die Sonne, durch den Himmel fahren und praktisch bei dem Vorbeiziehen am Himmel immer durch dieses Tor der Plejaden und Hyaden durchlaufen. Also man sieht hier, was sieht man hier? Das antike Weltverständnis war schon hochgradig vorinterpretiert und völlig anders als heute. Um den Namen hat sich bis heute das Weltbild des Alte, einer von vorchristlichen Göttern erschaffenen Himmelswelt, bis heute erhalten. Und die Beschreibung von Himmelsbeobachtung, Mythen und Theorie geht also aus heutiger Sicht schon in der Antike komplett durcheinander. Was ist jetzt die Frage, können wir daran
als falsches oder richtiges Tatsachenwissen betrachten. Also wie haben die alten Völker diese Sachen am Himmel gesehen? Was daran war richtig, was war falsch? Und dazu sollten wir uns jetzt mal einen zeitlichen Überblick verschaffen. Man sieht, ich habe hier eingeblendet zwei antike Persönlichkeiten, Aristoteles und Ptolemäus. Die haben im Wesentlichen zusammengefasst, wie die alte Sicht in der Antike vom Himmel war. Und dann sieht man, habe ich hier über ein ganzes Mittelalter hinweg eigentlich sehr viel ausgeblendet. Ich kann mal sehen, aus irgendeinem Grund kriege ich hier unten diese Leiste nicht weg. Moment. Ah, so, jetzt geht es besser. Also man sieht, zwischen der Antike und der Renaissance erstreckt sich das Mittelalter und da habe ich mal überhaupt niemanden eingetragen, was nämlich heißen soll, dass im Mittelalter in der Hinsicht dessen, was wir heute bezogen auf Tycho Brahe betrachten wollen, eigentlich wenig getan hat. Und dann in dem Zeitalter der Renaissance ab 1400 bis ungefähr 1600 ballt sich dann wieder das ganze Wissen. Da kommen die bekannten Kopernikus und Kepler und auch der, den wir heute näher betrachten wollen, nämlich Tycho Brahe. So, wir hatten es schon gesehen, Astronomie und Sterndeutung in der Urzeit, seit der Urzeit bis in die Antike nach Griechenland hinein hat es gegeben. Das waren diese mythischen Bilder und alles mögliche andere in dieser Hinsicht, was wir so grob gesehen haben in dem Himmelsbild. Mathematisch, theoretisch haben die Griechen hier einen wesentlichen Fortschritt in der Erkenntnis erbracht, nämlich die Welt konnte mit geometrischen Formeln, mathematischen Formeln betrachtet und beschrieben werden. Das war eine logisch-argumentative Erfassung der Welt. Und die stellt eigentlich einen riesigen Erkenntnisfortschritt dar, weil nämlich das der erste Step ist, sozusagen zu einer logischen, wissenschaftlichen, sprachlichen Erfassung der Welt weg von den Mythen. Man darf aber jetzt nicht denken, dass das schon eine naturwissenschaftliche Sicht im heutigen Sinne ist, denn es gab noch keine Kausalität, keine Ursache, keine Wirkung und damit auch keine moderne Naturwissenschaft. Sondern es war lediglich im Prinzip ein logisches Deskriptionsmodell, eine logische Beschreibung und nicht mehr. So, die Griechen wussten schon, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist an sich relativ trivial, denn jeder Fischer, der auf die See hinausfährt, sieht, wie sich ein entfernendes Segelschiff mit den Segeln allmählich hinterm Horizont verschwindet und nicht einfach nur kleiner wird. Von daher ist das eigentlich schon relativ naheliegend. Dass die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht, das war bei Aristoteles und den ganzen Griechen eigentlich noch undenkbar. Die haben alle gedacht, aus den logischen, mythischen, religiösen Weltbildgedanken heraus muss die Erde im Mittelpunkt von allem Menschlichen sein und damit auch vom Universum. Es gab aber kleine Abweichungen. Zum Beispiel gab es einen Aristarchos von Samos, der wird auch als griechischer Kopernikus bezeichnet. Der hat nämlich also Beschreibungen von der Erde und der Sonne hinterlegt, die uns, wenn man sie zitieren würde, hier schon unheimlich modern vorkommen. Der ist nämlich davon ausgegangen, dass die Sonne im Zentrum ist, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dass die Erde sich um sich selber dreht und nicht der Hintergrund der Planeten und Sterne sich um die Erde dreht. Also eigentlich im Prinzip eine schon heutige Sicht der Dinge, aber hat sich im Endeffekt nicht durchgesetzt. Warum? Weil es im Widerspruch stand halt zum allgemeingültigen Deutungsmythos der Griechen mit dem Weltbild, den Göttern und dem in den Himmel projizierten Dingen, die ich geschildert habe. Claudius Ptolemäus hat jetzt dann in einem wirklich umfassenden Werk viele Bände, Positionen der Planeten, Fixsternhimmel, Sonne, Erde und so weiter, die geozentrische Sichtweise der Antike konsolidiert. Aristoteles und Ptolemäus bestimmen danach die kognitive
Wahrnehmung der Welt, und zwar für über 1000 Jahre, die vorherrschende Mehrheitsmeinung. Deswegen also auch mein Überbrücken des Mittelalters, weil da nämlich nicht viel passiert ist. Wie man das zusammenfasst, kann man sagen, es sieht folgendermaßen aus. Die Erde ist im Mittelpunkt. Die unveränderlichen Fixsterne, hier in der äußeren Schicht, die hellen Punkte, kleben sozusagen an einer Kristallsphäre. Sie bewegt sich auf idealen Kreisbahnen um die Erde herum. Ideale Kreisbahnen waren sozusagen eine logische Anforderung, weil die Götter ja nichts Unperfektes schaffen würden und deswegen muss es eine perfekte geometrische Figur sein. Die perfekte Figur ist eben die Kreisbahn. Die Planeten und die Sonne haften an undurchlässigen Zwischensphären, an denen sie sich um die Erde drehen. Und die Sphären sind so gewissermaßen die Motoren der Bewegung dieses ganzen Systems um die Erde herum. Dann gibt es natürlich noch die veränderlichen Erscheinungen. Die haben die Griechen natürlich auch schon gekannt. Oder die alten Völker, sowas wie Kometen, Sternschnuppen und so weiter. Das sind Erscheinungen, die unterhalb der Mondbahn in der sogenannten Atmosphäre stattfinden. Jetzt hat es natürlich in diesem Bild Uninkonsistenzen gegeben. Wenn man sich also zum Beispiel eine Marsbahn anguckt oder andere Bahnen außerhalb der Erdbahn liegender Planeten, dann kommt es vor, dass der Planet am Himmel einen scheinbaren Rückkehrzyklus fährt. Also der Planet kommt sichtbar von der Erde von A1, geht nach A2, geht dann plötzlich wieder zurück nach A3, um dann in A4 allmählich wieder in die Vorwärtsbewegung überzugehen, nämlich nach A5. Jetzt ist ziemlich klar, dass man das mit der Vorstellung eines, ja, wie soll man sagen, eines idealen Kreisbahnmodells eigentlich nicht zusammenbringen kann. Und die Sphären sollten sich ja auf Kreisbahnen um die Erde bewegen. Da hat es jetzt eine Hilfskonstruktion gegeben. Und diese Hilfskonstruktion, die heißt, upsa, das sogenannte Epizyklen, die Diskrepanz zwischen Empirie und Theorie bereinigen. Wenn also jetzt schon keine ideale Kreisbahn rund um die Erde die Bewegung des Planeten bestimmt, dann haben sich die Leute gedacht, dass sozusagen der Planet sich in Wahrheit auf einer Kreisbahn um die Kreisbahn herum bewegt. Nicht? Also das heißt, der Mittelpunkt ist da rechts, wo der schwarze Kreis ist. Und man sieht dann, wie sich der Planet um diesen kleinen Kreis herum weiter bewegt. Dann gibt es in der Mitte des unteren Bildes eine Art Rückwärtsbewegung, die die Rückwärtsbewegung oben in dem Epizyklus erklärt. Das ist natürlich jetzt ein totaler logischer Spagat. Und man kann also auch jetzt, denke ich, ein bisschen ermessen, dass das eben noch keine Naturwissenschaft ist. Denn ohne Kausalität, Ursache und Wirkung ist das eine mathematische Beschreibung, die vielleicht diese Rückwärtsbewegung erklärt, die aber natürlich nicht erklärt, wie das funktioniert. Nicht? Also eine wissenschaftliche Erklärung müsste ja auch noch mit beinhalten, wie das eigentlich funktioniert, was das antreibt. Und da kann man natürlich in diesem Epizyklenmodell noch überhaupt nichts drin erkennen, was da in irgendeiner Weise in diese Richtung geht. Also man könnte auch sagen, es gibt sozusagen hier richtige Antworten in der Mathematik auf falsche Fragen oder man könnte es auch umgekehrt formulieren, falsche Fragen, richtige Antworten. Falsche Antworten, richtige Fragen. So, jetzt haben wir also hier am Ende der Antike den Erfolg eines falschen sozusagen Weltbilds. Das mathematische Astronomieverständnis griechischer Tradition war schon relativ weit fortgeschritten. Die beobachtende Empirie, wie wir sie gesehen haben, liefert Beschreibungen, aber keine Erklärungsbasis. Die Welt bildet sich sozusagen konsistent aus den Schöpfungsakten göttlicher Kräfte, sichtbar zum Beispiel in der Astrologie, Religion, Verfasstheit der Welt. Also wie zum Beispiel die Deutungen in die Astrologie und so weiter hineinkommen, denke ich, habe ich ja sozusagen Himmelsbild am Anfang schon erklärt, wie man sich das vorstellen kann. Wie gesagt, das Ganze war Bestandteil des Deutungsmusters der Gesellschaft
inklusive der Legitimation für gesellschaftliche Verhältnisse, inklusive Kirche, Feudalsystem und so weiter. Und das war für über 1000 Jahre wenig verändert bis zur Renaissance. So, jetzt gucken wir nochmal auf den Zeitstrahl. Wir nähern uns jetzt nämlich dann der Renaissance, also ab 1400 etwa, und gucken uns mal an, was da dann passiert ist. Die Renaissance. Die Renaissance wird allgemein bezeichnet als die Wiedergeburt antiker Vorstellungen, allerdings in einem völlig neuen Gewand. Wenn wir uns dieses Bild von Leonardo da Vinci angucken, kann man das so ein bisschen sich verdeutlichen, was da eigentlich passiert ist. Auf den ersten Blick mutet ja dieses Bild an wie eine antike Statue griechischer, römischer Art, die den Körper, menschlichen Körper idealisierend und so darstellt. Aber es gibt natürlich ein paar kleine Unterschiede. Also zum Beispiel gibt es keine griechische Statue meines Wissens, die vier Arme und vier Beine hat. Also man sieht hier, dass ein ganz anderer Zweck außer der Darstellung der Figur hier noch drin ist. Es ist nämlich die Betrachtungsweise einer Körperstudie. Und diese Körperstudie verrät also schon den neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkt, der in dieser Betrachtung drinsteckt. Vielleicht kann man auch noch erwähnen, dass möglicherweise auch in dieser Haltung des Körpers eine Kreuzfigur, also noch ein christlicher Hintergrund mit drinsteckt. Das will ich nicht ganz ausschließen. Was ist in der Renaissance so alles passiert? Die Renaissance ist der Zeitpunkt, in dem im Prinzip in Italien das moderne Bankwesen entsteht, wenn man so will. Also der Kapitalismus beginnt mählich den Kopf zu heben. Es ist das Zeitalter der Entdeckungen. Kolumbus entdeckt Amerika, auch wenn er es für Indien hält. Vasco da Gama fährt in die andere Richtung, tatsächlich nach Indien. Also die Globalisierung beginnt da. Es ist ein gesellschaftlicher und religiöser Umbruch, der damit verbunden ist. Ich erinnere nur an die Reformation und die daraus ausgelösten Revolutionen, wie zum Beispiel die Bauernkriege. Die Wissenschaft bringt Erkenntniskrisen. Davon wird im Folgenden noch weiter die Rede sein. Und nicht zuletzt passieren auch in der sonstigen Kultur alle möglichen Dinge. Ich erinnere nur an den Buchdruck als das Internet der Renaissance, also ein ganz wesentlicher Hilfsmittel für die Verbreitung von Wissen. Kunst und Architektur tut sich auch einiges. Das wäre aber ein eigener Vortrag und da will ich jetzt heute mal drauf verzichten. Generell kann man sagen, diese Renaissance, sich vorzustellen als eine schöne Zeit, ist ziemlich irreführend. Die Wiedergeburt ist sozusagen als Umbruch, Kampf der Interessen, Kriege, wilde Zeit, wird also manchmal bezeichnet schlimmer als das Mittelalter, eine Welt zwischen Himmel und Hölle. Und dieses hier dargestellte Bild eines zeitgenössischen unbekannten Malers verdeutlicht, glaube ich, wenn man sich die Details anguckt, ganz gut, was die Hölle da eigentlich bedeuten soll. Wir haben gesehen, manch Heutiges zeichnet sich in Ansätzen bereits ab. Und da kommen wir jetzt in die Richtung unseres heutigen Themas mit der Astronomie. Der Umbruch in der Astronomie ist auch die Zeit von Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus war ein Universalgelehrter in den italienischen Universitäten ausgebildet. Er war katholischer Domherr, er war Ökonom. Also im Übrigen auch ein bedeutender Ökonom seiner Zeit, so Inflationstheorien, solche Geschichten hat er entwickelt. Und er war auch noch Astronom. Das ist jetzt das, was uns am ehesten bekannt ist. Aber ich denke mal, seine Eigenschaften waren ungefähr in der Reihenfolge, wie ich es hier aufgelistet habe, Domherr, Ökonom und dann Astronom. Und das Ganze spielt sich dann auch noch am Ende der mittelalterlichen Welt ab, nämlich hinten im Ermland in Ostpreußen. Also wirklich am Ende der Welt. 1543, also kurz vor seinem Tod, in seinem Todesjahr, erscheint das Hauptwerk. Das kann man auf Deutsch etwa übersetzen als Über die Umschwünge der himmlischen Kreise. Und in diesem Werk wird die wissenschaftliche Darlegung eines Systems geboten, in dem die Planeten die Sonne umkreisen. Also das ist im Prinzip das, was die moderne Weltsicht aufs Planetensystem in der Renaissance begründet hat. Das beseitigt jetzt viele Probleme des ptolemäischen Systems, aber nicht alle. Denn
ist eine bessere Erfassung der vorliegenden empirischen Beobachtungen in vielerlei Hinsicht, aber nicht so ohne weiteres auf den ersten Blick ersichtlich, was zwischen diesen beiden Modellen sich geändert hat, außer dass sozusagen Sonne und Erde ihre Plätze in dem Bild getauscht haben. Ansonsten behält Kopernikus eigentlich völlig die Darstellung bei, Kreisbahnen und so weiter und so weiter. Und damit hat er sich natürlich den Teufel im Detail auch eingehandelt, nämlich das alte Kreisbahnenproblem holt ihn mit seinen Epizyklen auch wieder ein. So, jetzt muss er natürlich eine andere Erklärung für die Epizyklen finden. Und das Modell, was sich hier schematisch rechts sehr vereinfacht darstellt, sieht folgendermaßen aus. Es bildet sich eine Kreisbahn um die Sonne, das ist dieser gelblich-grüne Punkt. Und auf dieser Kreisbahn um die Sonne befindet sich eine kleine Kreisbahn, die wiederum in einem bestimmten Punkt mit diesem einzelnen Punkt in der Mitte des Bildes korreliert, nämlich das ist der Punkt, auf dem dann die Planetenbahn um die Sonne laufen soll. Und dann der Planet selbst nochmal wieder auf einem Epizyklus auf der Kreisbahn. Also ein vogelwildes Konstrukt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sich das jemand wirklich ausgedacht hat. Und der bekannte Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn hat auch gesagt, dass also dieses Epizyklenbild von Kopernikus sicherlich niemanden überzeugt hat, außer ihm selbst, weil er halt von seiner Theorie so überzeugt war, dass er die besser fand als alle anderen. Aber wie gesagt, er selbst hat sich wohl überzeugt. Uns kann er damit natürlich nicht überzeugen. Denn was er gesucht hat, ist eigentlich was anderes, nämlich das hier. Hier sieht man nämlich auf der blauen Kreisbahn, wie sich dann ein kleiner Planet auf einem Epizyklus um die blaue Kreisbahn bewegt und dann im Hintergrund dann tatsächlich der Planet auf einer Ellipse, die gelb dargestellt ist, umläuft. Und das war eigentlich das Modell, was der gute Kopernikus schon gesucht hat, was er aber offensichtlich in seinem Modell nicht gefunden hat. Dennoch kann man sagen, mit Kopernikus gibt es die entscheidende theoretische Perspektivänderung, bezeichnenderweise durch einen katholischen Würdenträger, der eigentlich damit auch das katholische Dogma über die Beschaffenheit der Welt stürzt. Der Kopernikus stellt die allen entscheidenden Elemente zusammen, die der neuzeitliche Anstoß mit beinhaltet. Aber trotzdem, wegen auch der Unzulänglichkeiten, die ich eben gezeigt habe, seines Modells, bleibt das Ganze noch lange umstritten. Und es ist nicht so, dass also jetzt gleich die Mehrheit aller Astronomen und der restlichen Welt der kopernikanischen Vorstellung gefolgt ist. Es zeichnet sich ein bisschen ab, dass der Kopernikus in einer Hinsicht noch ein Stück schon in die Menschheitsgegenwart aufbricht, wissenschaftlich. Denn der Kopernikus hält seine Darstellung für die Beschreibung der Realität. Also für die anderen war es traditionell, wie bei den alten Griechen, ein Rechenmodell zur Ortsbestimmung von Planeten. Also ein kleiner Schwenk Richtung der modernen Kausalitätsfrage der modernen Naturwissenschaft ist gegeben. Das ist jetzt, und jetzt kommen wir allmählich zu Tycho Brahe. Das ist die Situation, die wissenschaftliche, kurz vor Tycho Brahes Geburt. So, ich komme jetzt mal zu Tycho Brahe, wobei ich mich entschieden habe, jetzt erstmal einen groben Durchlauf durch seine Biografie zu machen und dann die wesentlichen theoretischen Punkte, wo er sich dann hervorhebt oder was man besonders betrachten muss, dass ich das dann im Anschluss nochmal kondensiert bringe. Der Tycho Brahe ist geboren 1546 auf dem Familienbesitz seiner Familie in Schonen. Das war damals Dänemark, ist heute Schweden. Und Tycho ist sozusagen die latinisierte Form des dänischen Tyque oder wie immer das man ausgesprochen haben mag. Keine Ahnung. Der Vater, Heimrat, war Statthalter und Gouverneur. War eine adlige dänische Familie, also sozusagen wirklich die alleroberste Gesellschaftsschicht, wie man auch in der prächtigen Kleidung und den prächtigen Halskette und Ähnlichem sehen kann, also eine ganz bedeutende Familie.
Aufgewachsen ist Tycho Brahe bei einem kinderlosen Onkel auf dessen Landsitz. Warum er denn von der Familie weggegeben worden ist, das kann ich auch nicht so genau sagen. Wahrscheinlich war es ein Versprechen seines Vaters gegenüber seinem Bruder, nämlich diesem kinderlosen Onkel, dass er aus der überreichen Kinderschar des Vaters ein Kind sozusagen zum Aufziehen bekommen sollte. 1559, also im Alter von ungefähr 13 Jahren, geht er zum Studium nach Kopenhagen und ist vorgesehen für die Laufbahn zum Staatsmann, für die er im Prinzip im Studium auch ausgebildet werden soll. Mit 13 ist er ja früh, allerdings, wenn man bedenkt, dass in der damaligen Zeit das Erwachsenenalter eigentlich durchschnittlich schon mit 7 Jahren angesehen wurde, ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass man mit 13 dann schon anfängt zu studieren. 1560 gibt es eine Sonnenfinsternis, deren Vorhersagbarkeit Tycho Brahe wohl nach allen Überlieferungen wahnsinnig fasziniert haben muss. Also, es zeichnet sich also ab, dass solche Themen den jungen Brahe schon immer in frühester Jugend interessiert haben. Er beginnt dann auch intensiv mit der Beschäftigung mit Astronomie, teils heimlich, nämlich gegen den Widerstand der Familie, die das gar nicht gesehen hat gerne. Die wollten ihn nämlich, wie gesagt, zum Staatsmann ausbilden, Jura und dergleichen Geschichten. Aber Brahe hat sich darüber hinweggesetzt und hat die Astronomie-Auseinandersetzung nie mehr abgebrochen. 1562 wird er an die Universität nach Leipzig geschickt unter Aufsicht eines Erziehers, der nämlich darauf achten soll, dass er nicht zu viel Astronomie, sondern schön Jura macht. Hat aber nicht viel gefruchtet, denn der Erzieher hat sich offensichtlich rumkriegen lassen. Und das Ergebnis kann man dann hier sehen. Im August 1563 gab es nämlich eine Jupiter-Saturn-Konjunktion, eine Stellung der beiden Planeten am Himmel, die die damals gängigen Vorhersagetafeln, nämlich eine katalonische, die alfonsinische genannt wird, und die prutenischen oder preußischen Tafeln zur Ortsbestimmung von Planeten, nämlich nur ziemlich fehlerhaft angezeigt haben mit einem zeitlichen Versatz. Das wird allgemein bei Tycho Brahe angesehen als die Beginn der Beschäftigung mit Methodik und Instrumenten zur Höhenmessung von Himmelskörperpositionen, nämlich 1564. Und das wird so in Fachkreisen gesagt, ist die Beginn der Erneuerung der beobachtenden Astronomie durch Tycho Brahe. Wenn man sich das rechts das Instrument anguckt, kann man sich vorstellen, das ist nämlich ein Jakobsstab, der für derartige Winkelmessungen in der Vergangenheit in der Seefahrt und auch in der Astronomie angewendet wurde. Dass man das System gerne verbessert hätte, kann man sich, glaube ich, anhand dieses Bildes durchaus vorstellen. In Studien hat er dann in Wittenberg, in Rostock und in Basel fortgesetzt. Also man sieht, er ist ziemlich weit rumgekommen in seinen Studienbemühungen und hat dann immerhin mit 19 Jahren endlich seine wirtschaftliche und familiäre Unabhängigkeit dadurch erlangt, dass nämlich sein Onkel gestorben ist und er damit sozusagen die familiäre Klammer, die ihn versucht hat, an seiner astronomischen Weiterentwicklung zu hindern, losgeworden ist. 1566 mit 20 hat er ein Duell gehabt in Rostock mit einem Cousin von ihm. Es ging wohl um die Richtigkeit einer mathematischen Formel. Und offensichtlich haben die das also so ernsthaft betrieben, dass also sie ein Duell deswegen geführt haben. Und der gute Tycho Brahe hat da einen Teil seiner Nase verloren. Das sieht man hier so ein bisschen. Das Goldfarbene an der Nase ist sozusagen die Prothese, die er danach getragen hat. Der Legende nach ist er aus Gold und Silber eine Legierung gewesen, die er mit einer Salbe angeklebt hat. Man hat aber mal seine Leiche exhumiert und da eigentlich nur Überreste in der Kupferfolie an der Stelle gefunden. Also vielleicht stimmt das mit der Gold-Silber-Legierung gar nicht. Weiß man nicht so genau. In Rostock beginnt er sich mit astrologischen und alchemistischen Themen zu befassen. Das ist dann sozusagen das Pendant zur Astronomie in anderen Bereichen der sagen wir mal, Naturwissenschaft. Und diese Themen haben zeitweise seine astronomischen Themen durchaus überwogen und sind nie ganz aufgegeben worden.
1568, 1570 hat er seine Beobachtungen in Augsburg fortgesetzt. Und auch da ist sein erstes Großinstrument entstanden, nämlich der Augsburger Quadrat, der dann durch den Patrizier und Bürgermeister Paul Heinzel beauftragt worden ist, dessen Fertigstellung allerdings Tycho Brahe nicht mehr in Augsburg erlebt hat, da ist er schon weitergezogen. 1572, ein entscheidendes Jahr, aber ich werde im Detail da noch später drauf eingehen, erscheint im Sternbild Cassiopeia eine Supernova. Das war natürlich ein ungeheures Ereignis, weil bekanntermaßen in der Fixsternsphäre des Universums nach Ptolemäus keine neuen Erscheinungen auftreten sollen. Und da war diese Supernova schon ein ziemlicher Brüller und ein ziemlicher Aufreger, der diskutiert worden ist. Das wird dann maßgeblich bestimmt für die Weiterentwicklung von Brahe als Astronom. Ich gehe da aber später erst im Detail drauf ein. Aber jedenfalls die Veröffentlichungen, die er dann dazu macht, macht ihn unter Astronomen seiner Zeit bekannt. Und man kann auch jetzt schon im Vorgriff sagen, das war die erste Durchbrechung des ptolemäischen Weltbilds bei Tycho Brahe, auf die wir noch eingehen werden. Nicht ganz ungewöhnlich für die Zeit ist auch, dass er eine morganatische Ehe eingegangen ist, sprich eine Ehe mit einer Frau, die nicht standesgemäß für ihn war. Deswegen durfte er sie auch nicht heiraten, weil er sonst seine Adelsprivilegien verloren hätte. Aber es war trotzdem wohl insgesamt eine gelungene, dauerhafte Verbindung bis über seinen Tod hinaus, und 8 oder 9 Kinder, je nach Überlieferung, hat diese Verbindung hervorgebracht. Überhaupt, um das noch zu erwähnen, auch in der Familie, war Tycho Brahe auch an anderer Ecke noch ein bisschen ungewöhnlich. Er hat nämlich auch in seinen astronomischen Arbeiten später mit der jüngeren Schwester Sophie zusammengearbeitet, was, wie gesagt, ja relativ ungewöhnlich ist, weil Frauen ja eigentlich in der Wissenschaft dieser Zeit eigentlich nicht viel verloren hatten. Aber Brahe hat sie gefördert und unterstützt und wohl auch relativ gleichberechtigt gemessen an der Normalität dieser Zeit behandelt. Während dieser Zeit hat er auch an der Universität von Kopenhagen Vorlesungen gehalten. Das hat allerdings nicht lange angehalten, denn er ist dann wieder auf Reisen gegangen. 1575 beginnt diese Geschichte mit der Auslandsreise auf der Suche nach einer geeigneten zukünftigen langfristigen Wirkungsstätte. Da ist er wieder ziemlich durch Europa durchgekommen. Er hat viele Kontakte zu Gelehrten und Hochgestellten geknüpft, die Zeit seines Lebens gepflegt worden sind und auch, wie gesagt, immer wieder zu fruchtbarem wissenschaftlichem Austausch gedient haben. Ganz entscheidend für seinen Lebensweg war, dass er den Kontakt aufgenommen hat mit dem Landgrafen Wilhelm IV. Von Hessen-Kassel. Das mag jetzt auch ungewöhnlich wirken, nicht? Der Wilhelm IV. War aber ein bekannter Förderer der Naturwissenschaft und selber ein angesehener Astronom, beobachtungsorientiert, empirisch. Er nannte sich auch der Gelehrte auf dem Fürstenthron. Und er hatte, das ist wichtig zu wissen, hat Einfluss auf Tycho Brahe gehabt. Er hatte auf seinem Kasseler Schloss eine eigene echte Sternwarte neuzeitlicher Art für Himmelsbeobachtungen. Dieser Wilhelm empfiehlt jetzt Brahe, weil er offensichtlich von seinen astronomischen Qualitäten sehr überzeugt war, weiter an Friedrich II. Von Dänemark und Norwegen. Der damalige König, der wie Wilhelm ein großzügiger Förderer der Wissenschaft war. Und das hat ihm eingebracht eine Lehenschaft, nämlich die Lehenschaft über die Insel Wenn im Öresund. Also sozusagen, er hat auf dieser Insel sein eigenes kleines Fürstentum bekommen. Und damit verbunden waren natürlich königliche Zuwendungen für seine astronomische Arbeit. Und aus dem Lehen ergeben sich ja dann Einkünfte so von der Bauernschaft, den Leibeigenen und was da so dazugehört. Und diese 2.400 Taler jährlich, das war eine riesige Summe damals.
Ich habe mal versucht, das umzurechnen, ist mir nicht so richtig gelungen, aber wenn man alleine den Silberwert dieser Taler wohl nach dem Durchschnitt der damaligen Zeit rechnet, müssen das Untergrenze des Ganzen mindestens 40.000 Euro im Jahr gewesen sein. Also für die damaligen Kaufkraft schon eine riesige Summe. Damit hat es ihm ermöglicht, nämlich Mitarbeiter, Helfer, Studenten und so weiter einzustellen, die ihn bei seiner wissenschaftlichen Arbeit unterstützt haben. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass der Brahe da auf Venn einerseits der regierende Fürst war und andererseits aber auch ein Wissenschaftler in einer Person. Das ist schon aus heutiger Sicht eine ziemlich ungewöhnliche Kombination. Das hat sich niedergeschlagen in einer interessanten Bautätigkeit, denn ab 1576 hat er eine Sternwarte riesigen Ausmaßes gebaut. Wir sehen die später nochmal in dem Modell. Die nannte er Uraniborg, also das heißt wohl Urani-Schloss, benannt nach der griechischen Muse der Sternkunde. Und später hat er dann noch eine zweite Sternwarte gebaut, die er dann Sterneburg nannte und die dann sozusagen auf den Analyse der Fehler, die bei Uraniburg-Bau passiert sind, aufgebaut wird. Und bei Sterneburg sind dann bestimmte Fehler vermieden worden. Also man muss sich das wirklich jetzt so vorstellen, dass es dann eine ungleiche Gemeinschaft von Astronomen war, sozusagen ein wissenschaftlicher Feudalstaat. Und entgegen dem, dass er immer so als hochmütig und hoffärtig und so beschrieben worden ist, es war wohl in wissenschaftlicher Hinsicht durchaus Teamarbeit, die da von Brahe vollbracht worden ist. Also auch hier in Hinsicht auf die wissenschaftliche Community so ein bisschen eine Vorbildfunktion, die der Brahe für die späteren wissenschaftlichen Entwicklungen gehabt hat. Und wie gesagt, verbunden mit dieser Sternwarte war die Entwicklung ihrer astronomischer Instrumente ungeahnten Ausmaßes verbunden. Also wir hatten das ja schon gesehen beim Augsburger Quadranten. In diese Richtung geht das. Die nächste Highlight sozusagen in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war eine Kometenbeobachtung von 1577. Das hat ihm neue Zweifel am ptolemäischen Weltbild verschafft. Da gehe ich aber nachher dann nochmal detaillierter drauf ein. Und nämlich diese Beobachtung war wieder empirischer Art, wie wir das mittlerweile von ihm gewohnt sind. So. Diese ganze Phase ging bis ungefähr 1588. Da starb dieser Friedrich II. Von Dänemark und der Tod einiger wohlgewollender Berater des alten Königs fällt in die gleiche Zeit. Der neue junge König Christian IV., der hat wohl offensichtlich nicht so den Stil von Brahe bevorzugt. Der ist dann im Prinzip dazu übergegangen, dem Brahe sukzessive die Mittel zu entziehen und zuletzt ganz zu entziehen. Wie gesagt, das wird zurückgeführt auf das sture und herrische Gehabe von Brahe. Wir haben gesehen, dass das offensichtlich nicht so ganz hundertprozentig stimmen mag, weil er ja, wie gesagt, offensichtlich teamfähig war, aber halt in mancher Hinsicht wohl hat gegenüber Herrschern oder so halt dann offenbar doch nicht. 1597 verlässt der Brahe dann Dänemark und zieht zu einem Freund nach Hamburg, nämlich dem Gouverneur von Holstein namens Heinrich Rantzow. Dieser vermittelt ihn letztlich nach Prag, an den Sitz des Kaisers des Römischen Reichs Deutscher Nation. Prag war Zentrum damals und 1599 wird Brahe dann offizieller kaiserlicher Hofmathematiker Rudolf II. In Prag mit dem Auftrag, neue Tabellen zur Sternbestimmung, Planetenbestimmung und so weiter zu erstellen, die die fehlerhaften alten Tafeln, wir hatten es ja schon gesehen, dann ablösen soll. Im Jahr 1600 lädt er dann zur Unterstützung seiner Arbeit besagten Johannes Kepler ein nach Prag. Das wird wohl ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden, aber das werden wir noch mal kurz betrachten. Ja, man konnte nicht genau sagen, wie es dann wirklich ausgegangen wäre, denn 1601, nach kurzer, schwerer Krankheit, ist der Brahe dann gestorben. So, was sieht man jetzt aus dieser Beschreibung?
für den Zustand der Wissenschaft zu Brahes Zeit. Und das muss man betrachten eben unter dem Gesichtspunkt Wissenschaft und Weltbild des 16. Jahrhunderts. Die kopernikanische Revolution war der Astronomie bekannt, aber noch nicht allseits akzeptiert. Es galt noch das alte Weltbild. Der Brahe, alter adliger Astronom, Alchemist, empirischer Beobachter, auch noch Astrologe, eine ziemlich widersprüchliche Kombination, und die muss man sich natürlich immer vor Augen halten, um zu beurteilen, wo er denn im Prinzip Fortschritte erzielt hat. Also die Frage ist dann die, was im Kern war denn sein wissenschaftlicher Beitrag zur Zeit? Generell dürfte aufgefallen sein, es sind sehr viele Fürsten und Könige und so weiter in dem Umfeld genannt worden. Das ist so zu verstehen, dass offensichtlich ist ein Netzwerk begüterter, adliger, Fürsten, Patrizier und im engen Verbund mit Zuarbeitern gab, also ein wissenschaftliches Netzwerk parallel zu den weiter existierenden alten Universitäten. Aber in diesem Netzwerk ist eigentlich die moderne empirische Beobachtung parallel zu den Universitäten entstanden. Und deswegen nehmen die da so einen entsprechenden Stellenwert ein. Man kann auch sagen, dass da im Prinzip im Kern es beginnt, die aristotelische Physik und Philosophie, Religion, Astrologie und diese Beobachtung, dass die sich auseinanderentwickeln. Und das eben schon mal als Vorgriff auf die neue Zeit. So, wir hatten schon gesehen, der Brahe als Astronom wird als stur und herrisch beschrieben, aber ich habe auch gezeigt, er hatte durchaus familiäre Aspekte, war wissenschaftlich teamfähig, ein widersprüchlicher Typ. Also es könnte nämlich deswegen so sein, dass man nämlich seine Hartnäckigkeit im Verfolgen der Themen gerade auch auf diese Charaktereigenschaften zurückgeht und dass er nämlich dann konsequent bei Zweifeln gegen alle äußerlichen und familiären Widerstände auf seiner Position beharrt und dann also sozusagen für seine Sicht der Dinge kämpft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um den Brahe zu begreifen. Wir haben gesehen, dass er schon als 14-Jähriger Wille zum Verstehen der Vorgänge am Himmel gezeigt hat. Und das ist im Prinzip auch so zu sehen, dass er die überlieferte Theorie und Empirie nicht mehr einfach hinnimmt. Was er sieht, wird entscheidend, und zwar aus eigener Sicht. Und da gehen wir nämlich jetzt mal zu dieser Supernova, die ich schon erwähnt habe. Also wie gesagt, ein heller Lichtpunkt an einer Stelle, wo vorher sonst nichts zu sehen war. Und ein unerhörtes Ereignis für die Astronomenwelt. Es ist dann also auch wahnsinnig rumspekuliert worden, was denn eigentlich da die Ursache dieser Sache war. Es gibt also einen Streit um die Erklärung dieser Erscheinungen. Also man sieht hier in den Bildern, der rote Fleck oben ist das, was man heute aus einer wissenschaftlichen Aufnahme von einem Satelliten noch von dieser Supernova sieht. Hier nochmal ein anderes Bild, wie diese Supernova heute in Satellitenbildern aussieht. Und der Brahe geht jetzt an dieses Phänomen der Supernova auf seine Weise an, nämlich er beginnt empirische Messungen zu machen. Und zwar versucht er die Parallaxe dieser Supernova zu bestimmen. Parallaxe, was ist das? Wenn sich sozusagen wie in dem Bild hier der Standort eines Beobachters gegenüber dem Objekt, und das ist in diesem Fall der kleine blaue Stern, zum Beispiel durch die Erddrehung oder andere räumliche Verschiebungen verschiebt, also der Standort des Beobachters sich verschiebt, dann erscheint das beobachtete Objekt an anderer Stelle des Hintergrunds, nämlich da, wo die roten Sterne sich befinden, auf der Ebene des Fixsternhimmels. So, wenn jetzt sozusagen das Objekt näher an den Betrachter ranrückt, also wie oben, dann vergrößert sich die Verschiebung. Verschiebt sich das Objekt nach rechts, wird die Verschiebung kleiner. Und daraus kann man dann entmessen und erschließen, wie weit das Objekt tatsächlich vom Beobachter entfernt ist. Und das war jetzt die Situation bei der Betrachtung dieser Supernova. Brahe hat nämlich festgestellt, dass diese Supernova keine messbare Parallaxe mehr aufgewiesen hat. Er muss sich also in riesiger Entfernung befunden haben. Also er muss weit außerhalb der Planetenbahnen gelegen haben, in der Nähe des Fixsternhintergrunds, wo sich ja bekanntlich auch keine Parallaxen mehr messen lassen. Und von daher ist das ein empirischer Beleg,
dass jenseits des Mondes, also nämlich der Atmosphäre und jenseits der bekannten Planeten, sehr wohl neue Dinge am Himmel entstehen können, was natürlich ein totaler Widerspruch zum damaligen Weltbild ist, nachdem sowas hätte nicht passieren dürfen. Also wie gesagt, ein Objekt in der Nähe des angeblich unveränderbaren Fixsternsphäre. Und damit ein empirischer Messbeweis durch Tycho Brahe gegen das ptolemäische Weltbild trifft das also genau ins Herz. Ähnlich verhält es sich mit dem Kometen von 1577. Dieser große helle Komet wird auch von vielen Astronomen gesehen. Erregt große Aufmerksamkeit, denn alters Her waren Kometenvorboten meist schlimmer Ereignisse und werden interpretiert. Und gemäß altem Weltbild gehören auch die Kometen zu den veränderlichen Erscheinungen des Bereichs unterhalb des Mondes in der Atmosphäre. Was macht Brahe? Er macht das, was man jetzt von ihm erwartet. Er misst nämlich auch dieses Thema. Und auch hier ergibt eine Parallaxen Messung, Originalzitat von Brahe, dass dieser Komet zwischen der Mondsphäre und der Venussphäre, welche die Sonne umgibt, entstanden ist. Deshalb kann die aristotelische Philosophie hierin nicht richtig sein, wenn sie lehrt, dass am Himmel nichts Neues entstehen könne. Also auch hier wieder der nächste Beleg für die Fehlerhaftigkeit des alten Weltbilds. Und es geht aber noch weiter. Denn die Messungen dieses Kometen zeigen nämlich nach Brahe auch, dass dieser Komet die vermeintlich festen und undurchdringlichen Planetensphären, die um die Erde herumkreisen, dass die durchbrochen werden. Und daraus konnte man also schließen, dass also diese rotierenden Sphären, die angeblich die Planeten mit sich führen, eigentlich diese Planeten gar nicht mit sich führen könnten, weil sie vom Alten einfach problemlos durchdrungen werden können. Also auch hier nächster Bruch mit dem ptolemäischen Weltbild. Und damit kommt natürlich die Frage hoch, was hat denn eigentlich die Planeten nun angetrieben? Diese Frage, die im Sinne einer modernen Wissenschaft zu stellen, wer hat den Brahe noch nicht interessiert? Ja, also man kann aber sagen, durch diese präzise empirische Beobachtung und kritische Überprüfung zugehöriger Theorien ist wirklich im Prinzip die Vorwegnahme der Naturwissenschaften durch Brahe, also durch wirklich akribische, peinliche Forschung, Beobachtung, Protokollierung und so weiter. Das markiert den allmählichen Übergang zur modernen Naturwissenschaft, auch wenn Brahe selbst die noch nicht erreicht. Entsprechend werden die Messmethoden und Werkzeuge, ich hatte es bereits angedeutet, wesentlich verbessert und das begann ja schon in Augsburg mit dem Augsburger Quadranten. Man kann also sagen, dass also auch wenn eine Sternwarte als eine Art Wissenschaftsstaat entsteht, man könnte das heute nennen ein Wissenschaftscampus eigentlich moderner Art und das im Prinzip von Brahe vorweggenommen. Diese Sternenburg-Geschichte oder Uraniborg-Geschichte ist natürlich durch den Reichtum und die Einkünfte aus Lehen und so weiter finanziert worden, königliche Zuwendungen. Und das hat zum Bau einer Sternwarte nie dagewesene Dimensionen geführt, allerdings mit dem Vorbild von Kassel, von dem Wilhelm IV. Und im Deutschen Museum in München gibt es ein Modell, wie dieses Uraniborg wohl ausgesehen hat. Und also ich muss sagen, ich hätte mich beinahe hingesetzt, als ich das erste Mal das Bild gesehen habe. Denn das ist ja nun wirklich ein gigantischer Palastbau, Wissenschaftsbau ungeahnter Dimension. Das hat in der ersten Baustufe ungefähr 4 Jahre gedauert, bis das fertig war. Das hat beinhaltet ein Observatorium, Wohn- und Bibliotheksräume, Wissenschaftsgebäude, chemisches Laboratorium, Werkstätten. In der späteren Ausbaustufe ist sogar noch eine Buchdruckerei und eine eigene Papiermühle zur Papierherstellung dazugekommen. Also wirklich ein Wahnsinnsapparat, also wirklich sozusagen eine private Brahe'sche Universität. Und wie gesagt, auch Beschäftigung vieler wissenschaftlicher Gehilfen ab etwa 1578. Also der Anspruch und Präzision, eine massive Ausweitung von Beobachtungen zeigt den Ausweitung des Wissenschaftsanspruchs bei Brahe. Die eigenen Instrumente
die er entwickelt hat. Also zum Beispiel hier so eine Armillarsphäre zur Vermessung astronomischer Objekte. Die werden halt von Brahe optimiert. In Uraniborg setzt er dann aber einen sogenannten Mauerquadranten ein mit besseren Peil- und Messmöglichkeiten. Das Bild hier rechts zeigt allerdings einen moderneren aus dem 18. Jahrhundert aus England, aber da kann man das Konstruktionsprinzip schon ganz gut erkennen. Wie gesagt, hier der Mauerquadrant als englisches Beispiel. Tychos Mauerquadrant hat einen 2 Meter Radius und ermöglicht Winkelmessungen von bis zu 5 Bogensekunden. Das ist schon ziemlich genau. Für die damalige Zeit unerhört genau, kann man sagen. Der wird von 3 Leuten bedient. Der Astronom Mitte des Bildes misst den Winkel. Ein zweiter sieht sich den Zeitpunkt des Durchgangs durch den Meridian des Objektes an. Das wird wahrscheinlich hier durch diese beiden Uhren unten rechts symbolisiert, obwohl es noch etwas unklar ist, ob der Brahe schon Uhren für die Zeitmessung verwendet hat. Er hat sich jedenfalls mal sehr abfällig darüber geäußert. Und der dritte protokolliert die Ergebnisse. Und um das Ganze noch genauer zu machen, wird dann noch mit anderen Kontrollinmessungen an anderen Instrumenten danach geholfen, die Korrektheit zu überprüfen. Was sagt der Hund? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da im Einzelnen noch in die anderen Bilder hineinzugucken. Ich nehme an, das ist sozusagen der außerwissenschaftliche Betrieb im Hintergrund von diesem Uraniborg, denn da ist ja auch gelebt worden. Und jetzt kommt, wie gesagt, um das Ganze noch zu toppen. Der Brahe hat festgestellt, dass das Uraniborg auf dem sandigen Untergrund, auch wenn nicht richtig stabil gebaut ist und nicht groß genug ist, also hat er noch eine zweite Stjerneborg gebaut. Die ist unterirdisch abgesenkt gegen Wind- und Temperaturschwankungen mit geschützten Beobachtungsräumen. Und das Motto über dem Eingang ist auch wieder sehr bezeichnend. Weder hohe Ämter noch Macht, einzig die Zepter der Wissenschaft überdauern. Das ist ein hehrer Anspruch, kann man wohl sagen, aber zeigt eigentlich im Prinzip die Richtung, in die der Brahe gegangen ist. Ob der Spruch jetzt wirklich von ihm stammt oder sozusagen für ihn überliefert wurde, weiß ich nicht. Was waren denn die Ergebnisse, wenn man das mal jetzt anfängt zusammenzufassen? Also bis 1598 hat er 777 Fixsterne und Planeten vermessen, in lange nach Brahe gültiger Präzision und Genauigkeit. Also die Messungen, die er da durchgeführt hat, die hatten sogar noch Gültigkeit nach der Erfindung des Fernrohrs durch spätere Nachfolger. Also die Genauigkeit war wirklich frappierend. Er hat die widerlegt, die alte Vorstellung der Unveränderlichkeit der Fixsternsphäre. Er hat widerlegt die Vorstellung, dass Veränderungen und bewegliche Objekte zu diesem Bereich unterhalb des Monds gehören. Und er hat widerlegt die Vorstellung, dass diese Sphären, an denen die Planeten laufen, undurchdringlich seien. Das ist natürlich schon relativ viel. Er hat sich dann Gedanken gemacht darüber, wie denn aus seiner Sicht jetzt nach Ptolemäus eigentlich die Welt sich vorzustellen ist. Und er war ja früh schon Gegner des heliozentrischen Weltbilds nach Kopernikus. Also er war nicht der Meinung, dass die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Und die ptolemäische Theorie der Planetenbewegung haben wir aber auch gesehen, stimmt auch nicht so ganz. Also insofern berücksichtigt er schon, dass es Kopernikus gegeben hat. Und ja, ihm genügt nach wie vor die mathematische Rekonstruktion von der Himmelsbewegung. Also im Prinzip bleibt er da auf dem Griechenniveau stehen und betrachtet eben keine Kausalitäten, warum sich das alles so bewegt, wie sich es bewegt, obwohl er selber eigentlich den Motor der Sphärendynamik nach alter Vorstellung diese Bewegung ausgelöst hat, obwohl er die zerstört hat. Er versucht dann seine Messungen erst spät mit einem neuen Himmelsbild in Einklang zu bringen. Und das ist jetzt ein merkwürdiges Kompromissgebilde. Sieht eigentlich viel irrsinniger aus, als es vielleicht auf den zweiten Blick erscheinen mag. Die Erde ist im Zentrum des Ganzen und um die Erde kreist der Mond und die Sonne. Die Planeten wiederum
Dahin folgt er jetzt dem Kopernikus. Die Planeten kreisen um die Sonne. Während der Fixsternhimmel halt, wie gesagt, wie im alten nach wie vor um die Erde kreist. Mixmodell, wie gesagt, wie es funktioniert, kann man sich nicht richtig vorstellen. Aber da noch keine Kausalitätsbetrachtung damit im Spiel war, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass man das auch so rechnen kann. Und ich hatte ja in dem einen Grafik schon gezeigt, dass ich also auch eine Ellipsenbahn eines Objekts auf einer Kreisbahn mit Epizyklen nachbilden kann. Das ist jetzt im Prinzip das brahesche Bild der Geschichte. Und die Epizyklen erklären sich dann halt beim Brahe aus der Bewegung der Sonne, die die Planeten um die Erde mitführt. Und beim Kopernikus war es eben die Erdbewegung selbst um die Sonne herum in diesem etwas merkwürdigen Bild, was ich eingangs gezeigt hatte. Das brahesche System hat jetzt doch mehr Anerkennung gefunden, als man jetzt auf den ersten Blick glauben mag. Denn die Zweifler am kopernikanischen System sind durch Brahes System lange Zeit zufriedengestellt worden. Und also deswegen ist das tychonische System, wie ich das nennen will, doch über relativ lange Zeit durchaus anerkannt worden als treffende Beschreibung. Ja. Natürlich, und das ist also im Prinzip auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, Brahes mathematisch-theoretische Fähigkeiten waren wohl etwas bescheiden. Und er hat es anscheinend selber auch begriffen. Das ist also im Gesichtspunkt der Selbstkritik durchaus erwähnenswert. Er hat das Keplersche Frühwerk, das Mysterium Cosmographicum, gekannt, wonach das Universum beim Kepler auf geometrischen Prinzipien aufgebaut gewesen ist. Das ist interessant, obwohl es bei Brahe dargestellt wird als eine heliozentrische Grundlage auf Basis der Annahme einer Astronomia a priori, also sprich eine philosophische Grundlegung, wie die Welt aufgebaut sein muss, aus philosophischen Gründen heraus und nicht sozusagen als Ergebnis der Feststellung, was ist, aus Beobachtung. Also der Brahe beharrt auf dieser Betrachtung a posteriori, nämlich im Nachhinein, auf Basis von Beobachtungen. Also auch hier sieht man, das alte Weltbild reibt sich mit dem neuen Weltbild, die philosophischen Vorannahmen gegen die Beobachtungsergebnisse. Aber trotzdem, also hier in einer Form, dass der Keplers mathematische Fähigkeiten vom Brahe anerkannt werden. Wir haben schon gesehen, auf Einladung Brahes kommt der Kepler nach Prag. Hochmütiger dänischer Edelmann versus welturnerfahrener schwäbischer Gelehrter, das ist natürlich eine brisante Mischung. Die haben sich auch wohl nicht so gut verstanden, aber was daraus geworden wäre, man weiß es nicht, würde man sagen. Denn der Ansatzpunkt war eigentlich unterschiedlich. Der Tycho wollte natürlich sein tychonisches Weltbild gerechtfertigt haben durch die Rechenkünste von Kepler. Während der gute Kepler die Erforschung des Willens des Schöpfers sich auf die Fahne geschrieben hat. Die Kombination, was aus der geworden wäre, wissen wir leider nicht. Der Kepler hat nämlich begonnen, die Mars- und Mondbahnen zu berechnen. Er ist als kaiserlicher Hofmathematiker, als Brahes Gehilfe in Prag eingestellt worden. Und die Entwicklung der Arbeit der gemeinsamen wird halt durch Brahes Tod recht früh unterbrochen. Deswegen weiß man nicht, wie es weitergeht. Kepler wird dann der Nachfolger Brahes als Hofmathematiker. Er hat wohl auf dem Sterbebett dem Brahe versprochen, die Ausarbeitung der rudolfinischen Tabellen als sein Werk fortzusetzen. Das hat er auch gemacht, denn Kepler vollendet als sein letztes Hauptwerk 1627 diese rudolfinischen Tabellen, also nach Rudolf dem Kaiser benannt. Und wissenschaftliche Ehrlichkeit ist insofern bemerkenswert, als er nämlich sehr wohl darauf hinweist, dass eigentlich seine Ausarbeitung dieser Tabellen auf dem Werk seines verstorbenen Vorgängers Brahe beruht. Die Konsequenzen der Arbeit Keplers mit den brahe'schen Messdaten haben jedoch noch ganz andere Folgen gehabt. Es gibt nämlich hier die Wendung von der mathematischen Astronomie zur Astrophysik. Also man kann sagen, dass mit den brahe'schen Daten, also auch der Kepler,
im Prinzip zu einer Betrachtung der Beobachtungsergebnisse überging und wegging von seinem philosophischen Ansatz. Und natürlich damit einhergehend kommen die naturwissenschaftlichen Betrachtungen in den Blick und die Erfassung des heliozentrischen Planetensystems nach Kopernikus wird vom Kepler ja dann in den drei Keplerschen Gesetzen auf eine wissenschaftliche Basis gestellt, die mathematisch korrekt die Ellipsenbahnen der Planeten um die Sonne beschreibt und die eigentlich bis heute richtig und gültig ist. Man kann also jetzt zusammenfassend eigentlich sagen, es gibt einen diskontinuierlichen Erkenntnisfortschritt. Also der Kopernikus stellt sozusagen den wissenschaftlichen Bruchpunkt zur Heliozentrie in der Neuzeit her. Der Brahe macht teilweise wieder die Rolle rückwärts, indem er wieder den geozentrischen Punkt ins Zentrum stellt. Aber natürlich darüber hinaus der Brahe die modernen Verfahren begründet, Organisationen und Techniken der Astronomie, die Widerlegung der empirischen alten Grundannahmen und so weiter und so weiter. Und der Kepler krönt dann gewissermaßen das Ganze durch eine korrekte mathematische Beschreibung des heliozentrischen Systems, in dem also auch erste Ansätze zu naturwissenschaftlichen Berechnungen freie Bahn bekommen. Also man sieht halt, wie verschlungen die Wege zur Erkenntnis alles sein können. Das ist halt, wie gesagt, keine kontinuierliche Entwicklung, sondern halt mit vielen Sprüngen versehen. Wenn man das also hier am Ende zusammenfasst, kann man sagen, der Tycho Brahe ist noch für Generationen Vorbild exakten wissenschaftlichen Beobachtens, Messen, wissenschaftlicher Vorgehensweise, Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Community und so. Alles im Prinzip schon vom Feinsten. Die Beobachtungsdaten, die er zur Verfügung gestellt hat, zerstören das ptolemäische System und sind noch lange die besten überhaupt. Auch, wie gesagt, noch bis in die Zeitalter der Fernrohrbeobachtung hinein. Und trotzdem gibt es natürlich auch noch die Ironie der Geschichte, dass nämlich ausgerechnet der Kepler, der engagiert wurde, das tychonische Weltbild mathematisch zu rechtfertigen, das tychonische Weltbild endgültig mit Brahes eigenen Daten widerlegt hat. Also ganz entgegen der Intention von Brahe und der Kepler damit die Tür zur modernen Astrophysik öffnet. Das wäre zwar mit dem brahe'schen Anspruch an die Wissenschaft selbst verbunden gewesen, aber wie gesagt, was übrig bleibt, ist eigentlich im Prinzip der Kopernikus, der die Sonne ins Zentrum gestellt hat, und der Kepler, der sozusagen mit seinen Berechnungen die mathematischen Planetenbewegungen erforscht hat. Und das dürfte auch der Grund sein, warum der Brahe heute nicht mehr so in der Öffentlichkeit bekannt ist. Er hat zwar die Zwischenarbeit geleistet, aber ist dann von seinem Vorgänger und seinem Nachfolger überholt worden. Auf seinem Grabstein steht der schöne Spruch, Sein ist mehr als Scheinen. Also auch wieder eine ganz zutreffende Beschreibung seiner Arbeit. Und die unterschiedlichen Auffassungen der Welt, wie wir sie jetzt gesehen haben, waren in ihrer Entstehung oft ziemlich vermischt miteinander. Und man kann sagen, der eigentliche heliozentrische Kick vom Kopernikus und die mathematische Vorbegründung echter Astrophysik hat ihm halt gefehlt. Also war er keiner dieser Leuchttürme bekannt der Wissenschaft. Und dass die weltanschauliche, philosophische Überzeugung und die wissenschaftliche Wahrheit manchmal gar nicht so weit auseinander liegen, das kann man von Brahe auch sehr gut bedeutend sehen. Die Sicht des Himmels ist immer Deutung. Das hatten wir eingangs ja schon an unserer Himmelsbetrachtung gesehen. Bis in die heutige Astrophysik kann man sagen, Wahrheit gibt es immer nur bis zu ihrer Falsifizierung. Und da wir immer von Deutung abhängig sind, ist mir hier mal wieder eingefallen, die alte Rocky Horror Picture Show. Einige werden vielleicht noch aus den 70er Jahren diese Show kennen, wo dann am Ende nämlich der Philosoph oder Kriminologe oder wie er heißt, so eine Zusammenfassung folgendermaßen macht. Und auf der Planetenoberfläche krabbeln einige Insekten, genannt die menschliche Rasse, verloren in der Zeit, verloren im Raum und in der Bedeutung. Damit bin ich am Ende.
Ja, vielen Dank. Das waren spannende Einsichten über Tycho Brahe und die Geschichte der modernen Astronomie. Vielen Dank fürs Mitchatten. Fragen gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich möchte, bevor wir den Stream für heute beenden, noch auf unsere nächsten Veranstaltungen hinweisen. Wir haben nächste Woche einen Vortrag aus unserer Reihe Astronomie am Freitag, wieder wie immer 20 Uhr. Und das Thema ist das James Webb Weltraumteleskop und die Ergebnisse der letzten Jahre, des letzten Jahres. Dann die Woche darauf einen weiteren Vortrag, auch am Freitag, diesmal über das Event Horizon Teleskop. Und das Mysterium schwarze Löcher. Und dann noch eine besondere Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte. Am Sonntag, den 7. Mai, gibt es bei uns in den Räumen des Physikalischen Vereins am Tag der Literatur eine Lesung Lilienthal oder die Entzauberung des Himmels. Das ist eine Präsenzveranstaltung. Also, da lade ich Sie herzlich ein, uns hier in Frankfurt in der Robert-Meyer-Straße zu besuchen. Eine Info für Schülerinnen und Schüler: Wer 5 unserer Präsenzveranstaltungen besucht, bekommt ein Zertifikat. Das kann man immer gebrauchen, wenn man sich zum Beispiel für ein Praktikum bewirbt. Und im Juni gibt es dann auch wieder Physik am Samstag, Vorlesungen speziell für Schülerinnen und Schüler. Bitte anmelden. Tja, und damit Sie all diese Veranstaltungen nicht verpassen, freuen wir uns, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren. Das geht hier auf der Webseite. Sie können inzwischen auch unser neues Programmheft herunterladen als PDF, auch auf unserer Webseite. Und dann freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung auf der Webseite. Sie können Mitglied werden und uns aktiv unterstützen. Und wir freuen uns natürlich auch über Spenden. Ansonsten gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und immer mal wieder auch gerne ein Like hinterlassen. Da freuen wir uns sehr darüber. Gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bleiben Sie neugierig. Bis dann. Tschüss.